Gottes Namen. Hi, ich bin Brain oder einfach nur Yannick, begrüße dich zu einem wundervollen Samstag. Und zwar spielen wir heute Ward 17, ein neues kleines Indie-Horror-Game. Was? Ich habe auch einen Discord-Server. discord.gg/lcbrain ist auch in meiner Beschreibung verlinkt. Darum soll es aber gar nicht gehen. Anscheinend ist mein Internet gerade zurückgekommen, weil ich habe momentan extreme Internetprobleme. Fuck! Wir spielen Horror-Game. Es sah sehr, sehr gut aus. Double-click here to start. Was ist, wenn ich hier klicke? Na, das geht nicht, ne? Aber da geht's. Okay. Wollen wir nochmal sehen. Hat wieder so eine sehr pixelige Grafik gehabt und ihr wisst, ich bin ein Connoisseur von pixeligen Grafiken. Ach du Scheiße. Okay. That looks fucking creepy. Warum habe ich direkt versucht, mein Licht auszumachen? Ich habe instant versucht, meine Taschenlampe auszumachen. Bin ich stupid? Ich sehe da nichts mehr. Yannick, willst du es noch gruseliger machen? Get out me car. Oh. Get the car. It's your only way out of here. Alright. Also, der einzige Weg hier raus ist, ins Auto zu kommen. He's watching you. Die Spinne in meinem Raum, oder was? Die habe ich extra hier gelassen. Das sieht aus, als wäre da eine Axt oder so. Nee, ne. Was? Jetzt sieht es irgendwie aus wie eine. Was ist das? Eine Ampel? Auf jeden Fall haben wir gerade ein Geräusch. Das klingt, als ob hier ein Relaxo irgendwo in der Nähe schläft. Ganz abgefuckte Scheiße. Das erinnert mich an dieses super gruselige Horror-Game namens 7 Days oder wie das hieß. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, ob ich das jemals aufgenommen habe, weil ich habe das überall immer so ein bisschen gesehen, aber selber glaube ich nie aufgenommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder habe ich es aufgenommen? Es war auf jeden Fall eins der gruseligen, pixeligen Horror-Games, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich finde, das hier ist jetzt gerade auch schon wieder auf dem Peak. Ach du Scheiße, ey. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Picked up key. Ich will gar nicht in die Richtung zurücklaufen, weil ich Angst habe, dass hier irgendwer ist. Oh, ich habe noch nicht mal weh gesehen, ich hab's nur gehört! Was habe ich mir da runtergeladen? Ach du Scheiße! Junge! You won't make it on foot. Also zu Fuß werden wir es nicht schaffen. Da ist ganz viel Blut. Ey, ach du Scheiße. Hier war wieder der Typ, der hat gerade wen umgebracht. Ich dachte, ich spiele jetzt hier so ein kleines süßes Horror-Game, damit wir ein tolles Video haben. Aber ich glaube, ich werde heute im Real Life sterben, weil ich das so gruselig finde. Lecco mio. Die. Nee. Das ist nicht der Plan. Diese Hintergrundgeräusche sind auch einfach jumbo gruselig. Help. Ja, same, Bruder. Same. Help, Alter. Hey, Steven. Note about Keith. Think Robert said he left it on a toolbox when fixing man's toilet. Maybe check regards Bird. Danke, Bird. Ich renne. Was? Ich hab... Da, wisst ihr, was das Schlimme eigentlich ist? Meiner Meinung nach nimmt es immer ein bisschen den Horror, wenn man das Biest, das Monster, wenigstens einmal gesehen hat. Das Problem ist, ich habe bisher nur gruselige Scheiße gehört und nichts gesehen. Break the cycle. Set your spirit free. Bruder, was? Was für set your spirit free? Warum weint jetzt hier jemand? No, 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 no. Das bin ich im Mathe-Test. Ah, ihr dachte Schacka. John, there's light at the end of the tunnel. Sarah. Oh, ich habe eine Idee, was es gerade sein soll. Hauptsache raus. Nein, ich habe keinen Spaß, besonders nicht, wenn jetzt auch noch Clowns kommen. Ach, come on! Ich möchte gleich schon mal direkt jetzt eine kleine Interpretation in den Raum werfen. Man hat ja am Ende so ein Piepen gehört, dass wir quasi gestorben sind. Und das Weinen und alles, was wir sehen, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht die Leute sind, die hoffen, dass wir doch noch wieder aufwachen und nur im Koma sind. Allerdings ist man nicht wirklich im Koma, wenn man ein Piepen hört, als ob man tot ist.
Naja, The Newspaper, 5. Oktober 1955. Carnage, tragedy as couple dead after devastating car crash. Victims have been named as Jonathan and Sarah Woods, both in their 30s. Okay. Das heißt, wir hatten einen Autounfall. Wir sind, denke ich, auch darin beteiligt. Und sind dabei gestorben. Mit unserer Frau Sarah Woods. Und wir sind Jonathan. You're very close. Browse round the shop shelves and you will find the key. And maybe me. Ich konnte jetzt nicht mehr lesen, was da auf dem Zettel stand, weil ich einfach instant das hier gefunden habe. Okay, da hinten ist ein Auto. Ich sehe es kommen, der fährt gleich auf mich zu. Warum ist das das einzige Auto, was an ist? Da ist ein Zettel. Walk. Don't drive. Okay, wichtig ist, wofür ist dieser Schlüssel? Also irgendwo hier muss eine Tür sein. Wir werden wieder von irgendwas verfolgt. And so, out of desperation, by choosing the quick and easy path, the cycle of tragedy will continue for all eternity, as the cursed Ward 17 shall remain haunted forever. Weil wir wieder in unseren Autounfall gefahren sind. Sind wir dumm? Deswegen sollte ich laufen. Holy shit. Das ist mega smart. Gibt's ein zweites Ende? Ob man den Zyklus brechen kann? Eigentlich ja schon, weil uns wurde gesagt, wir sollen gehen. Ich bin halt nur so hinters Auto gerannt und dann in das Auto gerannt, weil ich Angst vor dem Monster hatte. Man kann es sich vorstellen. So, jetzt sind wir hier wieder am Ende und diesmal werde ich mal rennen und gucken, ob das wirklich funktioniert. Ich möchte übrigens zugeben, dass ich, glaube ich, als ich es jetzt nachgespielt habe, obwohl ich wusste, was hier überall passieren wird, nochmal mehr Angst hatte. Ziemlich sicher. Ich saß hier gerade so zusammengekauert. Ach du Kacke. Gott, war das gruselig. So, diesmal werden wir laufen. Also, Tür auf, selber laufen. Bin gespannt. Und? The curse has been lifted. The spirits be reunited at last. For while his death cannot be undone, the undead rest peacefully in harmony with another once more. Ich hab die Geister befreit. Supernatural, Episode 264. Ich hab's geschafft. Navy CIS, ich bin's. Was geht? Sie sind frei. Juhu. Ich fühle mich gerade echt sehr, sehr toll, dass ich das gemacht habe. Das ist schön. Ich kann endlich mal wieder in Ruhe schlafen. Mit Sicherheit nicht nach diesem Spiel.